Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Tobi Mountain 5 aus. Jungs, was habt ihr eigentlich vor YouTube gemacht? Bleibt so, wie ihr seid. Findet eine Leiter, um aus dem Loch zu kommen. Eins würde machen, Freunde. 20 haben wir gesagt. Wir finden die Leiter und wir kommen mal wieder raus aus dem Loch. Ja, wir haben ganz normal unsere Ausbildung gemacht. Also aus meiner Sicht Elektroniker für Betriebstechnik. Dann mein Meister gemacht, Elektroniker für Betriebstechnik. Und ich arbeite hier noch weiterhin. Deine Sichtweise bitte für den Tobi mal. Ausbildung zum Elektroniker, Techniker. Für Anlagen, ne? Ja, Techniker, Informationselektronik. Ah, Tony Mahoney. Was sagt ihr zur Higuain SBC? Findet ihr nichts so? Ah, für ein 84er Team, Digga, geht's klar. Danke für die 2 Euro. Oh, Isomatic, ich höre nicht auf. Erstens mal, weil mein Job geil ist so. Ne? Ich bin ja jetzt nicht irgendwie in so einer kleinen Klitsche. Ich bin in der großen Industrie drin mit viel, viel sozialen Leistungen. Die es doch gibt, aber das wissen vielleicht die etwas Älteren von euch, wie wichtig das ist. Dort bezahlt mein Arbeitgeber was für in die Rentenkasse ein, ich zahle in die Rentenkasse ein, die ganze Familie ist versichert. Ich habe halt unnormale, viele soziale Leistungen wie Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Unfallsicherheitsprämie. Hab einfach einen super, super geiler Arbeitgeber. Ist halt auch gut kompatibel jetzt mit YouTube. Ich denke, wenn ich jetzt in so einer kleineren Klitsche wäre, wo halt so 15, 16, 17 Mitarbeiter sind, ist es natürlich nicht so wie in so einer großen Firma wie bei mir. Ist das nicht stressig, neben YouTube noch einen Job zu haben? Ja, natürlich, Digga. Aber ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich finde es auch immer wieder gut. Ne? Auch Tarif natürlich. Ich finde es aber immer auch wieder gut, so ins normale Leben einzutauchen, wo es nicht um Zahlen, um Klicks, um Likes, um Reichweite geht, sondern wo man sich nur über normale Themen unterhaltet. Und von der Arbeit her macht es auch, wie gesagt, Spaß. Wird auch mal stressig, aber ist auch entspannt. Kommt meistens immer drauf an. Ja. Kommt immer drauf an, ne, ob jetzt Attacke ist oder... Ich bin halt in der Instandhaltung und gefühlt, solange jetzt irgendwie nichts kaputt geht oder sonst irgendwas, ist es echt ein übertrieben geiler Beruf, fühle ich. Hasselt halt anders rein. Ja, das natürlich halt auch, ne? Weil ich halt eher in einer kleinen Firma wäre und das wäre gar nicht gegangen. Das wäre wirklich überhaupt nicht gegangen. Unmöglich, ne? Das wäre unmöglich gegangen, Digi. Von morgens... Boah, das ist ja nicht mal Kleidzeit, ne? Nee, ich hätte, das ging nicht, das ging nicht. Also das, bei der Firma wäre das unmöglich gegangen. Genau, und das habe ich natürlich auch noch, Kleidzeit, ne? Timo, wie sieht dein Gehalt aus? Jetzt, wo ich auf 70% runtergegangen bin, habe ich so zwischen 1.900 und 2.000 netto im Monat. Und als ich, wie gesagt, so normal gearbeitet habe, kommt es auch immer drauf an, ne? War ich aber, sage ich mal, in so gute Monate bei 2,4, 2,5. Gerne gegangen. Und dann, was halt auch schwierig ist, dann erstmal einen neuen Job reinzukommen. Da muss ich erstmal Hustler arbeite. Da kann ich ja nicht kommen, so, ey, ich bin jetzt hier, dass ich was habe. Und geht nicht. Und der Job, den ich einfach zu gut habe, ist einfach, also den ich jetzt habe, der ist zu gut, um ihn aufzugeben. Ja, Palsmächter. Es hat ja gerade alles so angefangen, wo ich meinen Techniker gemacht habe, weißt du? Da habe ich ihn abgeschlossen und dann war das halt schwer, ne? 26, ja. Ja, war das halt schwer. Hast du in Schicht gearbeitet? Nee. Also ich habe mal so einen Probemonat gemacht auf Schichtarbeit. Aber das ist natürlich mit YouTube gar nicht kompatibel. Und macht mir auch persönlich überhaupt gar keinen Spaß, Schichtarbeit. Und ich denke jetzt, wenn Timo jetzt nicht gerade bei der Arbeit schon drin gewesen wäre, würde er wahrscheinlich auch nichts schaffen dann, safe, ne? Deswegen, wenn ich auch in so einer Klitsche gewesen wäre, das geht auch gar nicht. Weil oft ist es ja auch in so einer Klitsche, dass dir dann, sag ich mal, du fangst an von 7 bis 16 Uhr und meistens ist die Arbeit um 16 Uhr gerne zu Ende, da musst du noch Überstunde buckeln und so, ne? Und das ist halt in der Industrie, ist es halt einfach entspannt, ne? Da kannst du länger machen, musst du nicht länger machen. Natürlich, wenn die Arbeit mal ansteht, da musst du auch mal länger machen, aber okay. Passiert. Bleibst du noch lange beim GKM? Ich bleib noch definitiv. Also ich habe nicht vor aufzuhören. Gut, nur einmal, weil wenn du jetzt in der BSF drin gewesen wärst, dann hätte ich da auch nie gesagt, gut Nacht, gut Night. Ich habe kein Abitur, Simon hat. Aber nur Fachabi. Wie läuft's bei dir im Garten, Timo? Aktuell sehr gut. Garten wurde jetzt der Zaun schon gestellt. Also geht vorwärts, aber bei Schnee, den Temperaturen geht halt nichts, ne? Kann man euch auch ohne Geld supporten, Digga, immer da sein, Däumchen nach oben da lassen, langt schon. Oh. Timo, deine Meinung zu Dortmund? Dortmund finde ich ein geiler Verein. Fans geil, Umfeld geil, Kader geil. Oh, Digga, Schule war ich nicht so motiviert, da ist schlecht ein 2,8 oder sowas, aber auch nicht so gut. Dann Techniker, das lief dann besser. Techniker, also ich glaube, richtig gut abgeschlossen, ne? 1,6, ne? Das lief dann besser, da war ich mehr motiviert. Schule war ich irgendwie nicht so motiviert. Ja, natürlich. Natürlich muss ich beide Gelder versteuern. Keine Ahnung von Reptilien, Digga. Keine Ahnung. Freundin, ja, ich null. Was macht eigentlich die Snake? Chillt ihr Leben? Chillt.
macht ja nicht viel. Verdient ihr netto? Oh, das schwankt auch. Schwankt auch ab. Wir haben ja schon öfters mal die Einnahme gezeigt, ja. Aber... Kommt immer drauf an. Ist schon sehr gutes Geld, Digga. Ist schon sehr, sehr gutes Geld. Ah. Timo, wirst du den Master machen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Mein Meister, das hat schon gelangt. Das hat schon gelangt. Das Loch ist sehr groß aktuell, in dem wir uns befinden. Mann. Aber auch das gehört dazu. Boah, ja, es gibt auch Monate, da haben wir tatsächlich mal 20.000 netto mit allem zusammen. Also auch mit Werbung und so. Gibt's auch Monate, aber es gibt auch Monate, da hast du dann ein 1.000er netto. Es schwankt bei YouTube halt einfach extrem. Das Studio, wo wir aktuell sind, ist gemietet. Warum kopiert jeder das mit dem Loch von Eli? Nur weil er Erfolg hat, will jeder was vom Kuchen? Genau. Das Weekend League Loch gibt es erst jetzt seit einem Jahr, seitdem Eli da ist, gibt es das Weekend League Loch. Okay, habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie oft wir schon gesagt haben, Digga, wir sind im Loch. Ja, nee, das ist was von Eli, der hat das. Mit seinem kurzen Penis hat er das gemacht. Aber Eto'o, seine Statistik, wie sieht's denn da aus? Na, hat er ein bisschen einbüßen müssen, aber die ist trotzdem noch krank, ne? Ja. Die Statistik ist echt krank von dem. Mbappé halt auch, aber ist auch ein bisschen rutschig gegangen. Der war schwach. Die WL auch wieder, Dembele. Immer die Seite, wo gegen Mendes läuft, ist immer schlecht. Nee, durch YouTube bekommt man natürlich keine Rente. Man muss natürlich halt. Man muss natürlich sein Geld, jetzt zum Beispiel wie in Simon sein Fall, der muss sich was auf die Seite scheffeln, um natürlich dann später auch davon leben zu können. Denkt die Runde Deutschland vom Todi noch sinken? Ich denke zum Todi vielleicht. Runau zu aus Meinungen zu Altenpfleger. Fang das an, Kuss an euch, Ehreberuf, Digga. Ehrenberuf. Das ist wirklich. Ganz, ganz wichtiger Beruf, der viel zu unterbezahlt ist. Ich möchte anfangen, auf Twitch zu streamen. Habt ihr Tipps für mich? Bleibt so, wie ihr seid. Einfach rein da, Digga. Gar nicht lange überlegen, rein da. Timo, wie ist es bei deinen Kids im Kindi mit Notbetreuung? Frag, da ich jetzt hier bin. Ja, also bei uns, der Kindergarten hat ja offen, aber da die Freundin zu Hause ist, schicken wir die Kinder da auch aktuell nicht hin. Also ein Kind. Das andere ist ja noch zu klein. Er kann also dort keine... Ja, wir haben doch nichts gegen Eli, Digga. Wir verstehen es mit Eli so gut. Der ruft uns am Tag fünfmal an, so gut verstehen wir uns. Und fragt mal, wie was soll er wissen? Was? Ja, wie die Musterhausausstellung. Aktuell bin ich jetzt, glaube ich, Elis Immobilienberater. Jungs, ihr dürft nie vergessen, das Gestichele hin und her, das hat nie, wenn jetzt Eli in seinem Stream sitzt und sagt, Digga, ich mag euch nicht. Das ist doch nur aus Scheiß, Freunde. Wenn der liebt Eli, uns. Wenn wir Eli beleidigen, dann ist es doch nur aus Spaß. Dasselbe ist, wenn ich sage, aller Broski, der Kackwichser. Dann mag ich doch kein Broski. Nett. Ja. Wisst ihr, wie ich mein? Das ist doch wie auch ihr mit euren Kumpels redet. So reden doch wir auch untereinander. So reden doch wir auch einfach untereinander. Weil es gibt natürlich wahrscheinlich auch welche, wo dann so. Aber bei uns ist doch immer das dumme Gelaber so, ne? Eli ist einfach ein Typ mit einem kurzen Penis, dem ich nichts gönne. So sieht's aus, ja. Der hat so ein kleines Schnippel. Ja. Dem gönne ich nichts. Nicht nur den Dreck oder meine Fingernägel. Rede mit jedem so, ja, es ist ja nur Spaß. Was ist zwischen Elias und Steini? Warte mal ganz kurz. Steini, was ist zwischen dir und Elias? Ah ja, ihr habt's gehört. Die mögen sich. Da ist nix. Was hat der Umbau vom Studio gekostet? Ich glaube, da lagen wir irgendwo tatsächlich so bei zwischen 20.000 und 30.000. Eher 30 mit den Kameras noch. Ja, jetzt noch, stimmt, ja. Mit denen noch und so. Gehen wir eher Richtung 30. Ruft Eli jetzt an und streamt. Möchte das mal hören, Boys. An und stream. On stream, warum sollen wir den jetzt anrufen? Der Gedanke für einen Fünfer. Warum sollen wir den jetzt anrufen? Was für ein Auto fährst du, Timo? Ich fahre aktuell ein Audi R7 mit 600 PS, Daytona Grau Matt, Sonderlackierung, Alcantara Vollausstattung und einer 3D-Parkkamera. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben. Super. Bin jetzt auch mal gespannt, was jetzt mal mit den. Aber die neuen Autos werden sich noch so verzögern jetzt. Aber auch die Autos, weil es auch immer viele denken, die Autos gehören nicht uns. Die gehören einfach nur Audi. Und wir haben dort quasi einen Leasingvertrag immer über 9 Monate. Ich glaube, mein Auto hat in der Konfiguration, ich glaube, so 175.000 gekostet. Ah, doch, Justin, Jungs, eine Frage. Beschäftige mich seit gestern. Glaubt ihr, wenn es TV Total noch geben würde, dass ihr dort schon mal Gäste wärt, vielleicht so während der Toti-Phase? Ich glaube nicht. Nee, Digga, weil man hat als YouTuber nicht so die Anerkennung, weißt du, ich meine, Fans in YouTube ist noch ziemlich stark getrennt. Mein nächstes Auto wird ein Audi SQ7. Nee, hab keine Kinder. SQ7 und Simon RSQ3. Ich fahr immer noch den R8, der kostet, glaube ich, da war aber nett großes reinkonfiguriert. Auch 170, 160. Nee, der war teurer. 180, glaube ich. Ich glaube, ne? 187.000. So rum, ja. Ich glaube, 10.000 teurer oder 12. Wie fandet ihr die Klosterfrau in der WL? Digga, Klosterfrau war krass. Nee, die Klosterberg. Klosterbergfrau war krank. Und weil jetzt immer noch viele fragen,
Ja, ich habe zwei Kinder. Was sagt ihr zu eurem WL-Ergebnis? Boah, Tom, Alter, der war schnell, Digga. GG, Tom. Was sagt ihr zu eurem WL-Ergebnis? Komfort, aber passiert? So. Egal. WL Freitag hat Spaß gemacht. Ja. Heute kurze Zündschnur, hat nicht mehr so reingebockt. Deswegen alles cool, Digga. Das ist nur eine verfickte Bilanz. Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, Die braucht ihr nicht zum Leben, diese Bilanz. Für alle, die sich da vielleicht zu viel Druck machen oder so. So, Jungs, aber da würde ich auch sagen, sind wir jetzt wie gesagt raus. Wir wollen auch noch ein bisschen was von dem Schneewetter heute. Wir müssen ja noch was aufnehmen, ne? Wir nehmen jetzt noch was auf und dann sehen wir uns am Dienstag wieder zum Stream. Morgen zum geilen Video. Dienstag Stream, Mittwoch Video, Donnerstag Stream, Freitag Stream und dann wissen wir auch, was mit dem Todi passiert. Genau. Jungs, macht's gut. Haut hier nochmal ein Herzchen-Spam raus zum Ende. Haut's da rein. War ein geiler Stream, Freunde. Hat Bock gemacht. Ciao, ciao. Ciao.